Die Russen waren bei uns drin und die Deutschen, wir hatten weiße Tücher rausgehängt und die Deutschen haben die Russen wieder 5 Kilometer gen Osten gejagt. Und dann ging ein Herr morgens oder nachts durch den Ort, hat an jedes Fenster geklopft und hat gesagt, bis morgens früh um 6 muss hier der Ort geräumt sein. So, mein Papa, der immer noch zu Hause war, hatte ein schlechtes Gewissen, weil Freunde, alle waren schon an der Front, teilweise gefallen, aber er musste Witwen- und Waisenrenten auszahlen und konnte nicht. So, wir gingen zusammen auf die Flucht und da sagt Papa, lasst bitte schön die Türen offen, wenn die Russen kommen, die treten alles ein, ist hier alles kaputt, wenn wir zurückkommen. Mit solchen Gefühlen gingen wir raus. Lassen Sie mal all Ihr Hab und Gut alles offen und gehen. Naja, wir sind gegangen, der Bus steht am Marktplatz, da mussten wir alle einsteigen und wie wir schon gelesen haben, die nächste Station war Bakenfelde. So, jetzt war es Kolberg oder ja, es war Kolberg da oben, da waren wir ja auch hingekommen und da trifft der Papa auch einen Freund von Ihnen, der hieß Hans Mira. Gucken Sie mal, wie sich die Namen bei mir festgesetzt haben. Und der sagt, du Erwin, ich habe einen Stellungsbefehl, komm doch mit. Und mein Vater geht mit in den Krieg, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, ne? Immer zu Hause, alle anderen waren schon weg. Na gut, er geht mit. Und dann hatten wir mit dem Papa so vereinbart, wir gehen gen Westen bei der Flucht. Entweder in Erfurt haben wir Verwandte oder in Hannover. Naja, und unser Fluchtweg war auch so, erst nach Erfurt über Dresden und also es war alles so schlimm. Wir waren teilweise in Züge. Wir mussten raus, weil die Bomber kamen, in Wald flüchten, wieder zurück in Zug. Jetzt erzähle ich eine Geschichte. Der Zug war so voll, man kam nicht zur Toilette. Ich sage, Mama, ich muss. Meine Mama hat mich mit dem Pöter aus dem Fenster gehängt und ich habe Kacka gemacht. Also so war die Flucht nach Erfurt. In Erfurt waren auch wieder so viele Bomben- und Fliegerangriffe und uns wurde bewusst, Erfurt, da kann noch leicht hinterher der Russe kommen. Wir wollten aber gen Westen, wir wollten lieber zum Ami, Engländer, zu allen, nur nicht zum Russen. Da hatten wir Was hatte Angst man vor. Ihnen erzählt über die Russen? Ja, man hatte Angst, wir haben sie ja auch erlebt, schon den Einfall der Russen. Ja, wie die Leute vergewaltigt wurden. Wir haben uns, als die Russen in unsere Wohnung kamen, wir hatten kein Haus, wir hatten eine Wohnung, der Opa hatte nur sein Haus. Da sind wir zu 25 Leuten in einem Zimmer gewesen, nur dass wir alle zusammen waren, wenn der Russe kommt und uns sieht, dass er keine Frau rausziehen kann und und. Ne? Aber das hatten wir ja alles überlebt, dann ging ja der Russe 5 Kilometer wieder gen Osten. Wir hatten Angst vorm Russen. Warum? Vielleicht von den Eltern so übermittelt. Ne? Wir treffen uns da mit Papa wieder, weil er ja nun da oben eingezogen wurde, entweder Erfurt oder Hannover. Und mehr gen Westen. Und Hannover war hier auch die Verwandtschaft. Und naja, mein Lebens- oder Fluchtweg haben sie, wie es dann ging, zurück oben fast vor Hamburg. Da kam man nicht über die Elbe, da mussten wir zurück. Und dann muss ich sagen, war meine Mama clever. Wir wurden da oben gefragt, wer kommt aus dem Westen? Und meine Mama und Tante, die hatten schon eine Beziehung durch die Verwandtschaft Hannover. Da hat meine Mama gesagt, wir kommen aus Hannover, aus der Lavesstraße. Das war ihr, Lavesstraße war ihr so ein Begriff. Und da durften wir nach Berlin ins Lager. Weil das ist der Weg wieder nach Berlin. Da mussten wir durchs Lager, bei dem Amerikaner. Und da hatten wir eine Box vom Pferdestall. 6 Personen lagen da alle auf der Erde und sind darüber denn nach Helmstedt hier nach Hannover angekommen. Und dann war unser Glück, als wir im November nach Hannover kamen, war der Papa schon da, entlassen. Das war eine Freude.